Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Genau, eine weitere Folge von Schauen wir mal Fallout 4 für die PS4 und wir sind bei Teil 41 angelangt. Ha! 42 sind wir angelangt. Oder für den Fall der Fälle, dass ich 42 gesagt habe, ist wurscht, wir sind jetzt bei Folge 42. Folge 41 waren wir ja da hinten. Ist es da hinten überhaupt? Ja, Saugus Ironwork. Genau, dort waren wir. Und das war ja das mit dem Doomstyle. Oder Doom Edition, ich glaube Doomstyle habe ich das Ganze genannt. Und da haben wir halt eben Saugus Ironwork gemacht und sowas, haben den einen Obermods dort beseitigt von den Geschmiedeten. Genau, diese Abwandlung von, oder diese... die Raider, die sich halt eben die Geschmiedeten genannt haben, das habe ich gemacht und in der letzten Folge habe ich dann noch gesagt von wegen, ja, okay, off-camera werde ich das Ganze halt eben ausräumen und so irgendwas und werde dann von wegen zu Finch Farm sind wir noch gereist, dort haben wir dann das Schwert bekommen, dieses Erbstück, dieses modifizierte und ja, hab dann gesagt, dass ich höchstwahrscheinlich das mache. Jetzt sieht man da eh schon, Finch Farm, 69% Happiness und 13 Leute. Weil nämlich zwischen der letzten Folge und dieser Folge sind über 2 Wochen vergangen. Aber ich habe jetzt nicht 2 Wochen lang off-camera gespielt oder was, sondern einfach, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, am nächsten Tag oder was, 1 oder 2 Tage habe ich off-camera gespielt und habe aber nur... hier drinnen, das ist jetzt die Finch Farm. Also wenn ihr euch noch erinnern könnt, da ist nur das da gestanden. Da ist nur dieses Häuserle gestanden. Was du mich hier rausgeholt hast. Ja, das ist überhaupt toll. Werde ich gleich erwähnen. Also da ist nur dieses Haus gestanden. Ich habe jetzt aufgebaut. Hier ein Zweithaus habe ich hingestellt. Da ist natürlich wie immer halt eben, die schauen relativ alle gleich aus bei mir. Also überhaupt die obere Etage von wegen, da sind lauter, also das... Sleeping Quarters, also von wegen da, das ist der Schlafsaal, sagen wir es mal so, halt eben, habe ich relativ hübsch für meine Bedürfnisse eingerichtet oder halt eben für meine Verhältnisse, wie ich immer diese Sachen baue, relativ gleich, aber ich finde, das ist cozy, also da, das wird mir auch taugen halt eben, ne? Typische Chill-Out-Area, hier kann man seine Waffen reinigen oder was auch immer, natürlich, weil auch in dieser Zeit sehr viele Chicks noch vorhanden sind oder sowas, haue ich immer Naschenbecher hin. Einfach nur, dass die Leutchen hier was haben. Das Strong ist auch noch immer da. Und hier unten ist mehr oder weniger die Chill-Out-Area. Da habe ich endlich einmal eine halbwegs gescheite Bar hingebaut. Mit Barhocker. Da halt eben auch mit Disco-Kugel. Und so, ja, Disco-Kugel da drüben auch noch. Da hätten wir sogar eine Jukebox hier ebenfalls noch. Also wirklich eine Art Disco-Bereich soll das Ganze sein. Da halt eben. Da können sie sich auschillen. Jo. Dann natürlich habe ich das Ganze, können wir von der Seite überhaupt noch durch? Nein, können wir nicht mehr. Ja, meine Ghoul-Artillerie habe ich auch aufgestellt. Was? Ja, schaut ein bisschen Bart Simpson-mäßig aus, die Dame, weil ich hier da diese Frisur aufgesetzt habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Hier hinten, eh klar, Generatoren und so irgendwas. Da haben wir Shops, da habe ich jetzt eine Bar hingestellt und hier, der Shop verkauft halt eben Rüstungen. Dann ein wenig, also ein wenig richtige Verteidigungsanlagen habe ich hier oben hingebaut, natürlich mit Raketenwerfern und so. Da hinten auch ein bisschen was. Da drüben eben auch mit Suchscheinwerfer. Ich weiß nicht, die funktionieren gerade wieder nicht. Das ist auch einer von den vielen Mini-Bugs, die vorkommen. Und hier drinnen bin ich überhaupt. Ja, dann gib mir nicht dauernd dein Essen hier. Hier drinnen, muss ich zugeben, habe ich ein paar Mini-Bugs gehabt. Also nicht nur Mini, sondern richtige Bugs. Ja, da haben wir einen Typen halt eben, der beobachtet, beziehungsweise der das Ganze da als Wache halt eben steht. Hier haben wir noch eine zweite Wache. Hier hinten habe ich noch ein bisschen das die Felder ein wenig verbessert und optimiert halt eben. Wenn ich jetzt ins Baumenü reingehe, was produzieren die jetzt? 24 Essens, eh mehr als genug. Oben rechts sieht man vielleicht noch, je nachdem, ob dieses Bildchen hier das Ganze überdecken sollte, aber über mir sollte man die Größe sehen. Das ist schon, das habe ich schon sehr stark ausgebaut. Ich habe dort auch viel natürlich mit diesem Cheat, den man da machen kann, Cheat oder Trick eigentlich, ist kein Cheat, dass man die Größe abbauen kann, halt eben, ich habe dort extrem viele Sachen zerlegt und verwertet halt eben, aber das ist auf jeden Fall eine coole
Destination oder eine coole Farm geworden. Ein Riesenpark, also zwei größere Parks, die wir haben. Punkt 1, der Typ danke hier. Danke nochmal, dass du mich hier rausgeholt das hast. Das ist ja derjenige, den wir da hinten eben rausgeholt haben, so wie ich jetzt gesagt habe. Der macht nichts. Der steht nur da, er sagt immer das Gleiche. Du kannst ihn zwar für was einteilen, aber er ist festgepackt. Das ist Punkt 1. Punkt 2, das war auch ein großes Problem, dabei funktioniert wieder alles, ist das, dass nachdem ich da gebaut habe und sowas und den Leuten gesagt habe, hey, ja, sie sagen, hallo Lumpe, ja, Katze sind auch da für den Fall der Fälle. Also ich habe oben offen gelassen, weil die Mara macht gerade ihr Ding am Computer und so irgendwas und ich habe mir gedacht, von wegen, ja, ist wurscht, ich lasse auch offen. Ich habe heute auch nochmal das Fenster offen, dass ein bisschen ein Luftdurchzug ist, jetzt nicht unbedingt den Ventilator auftritt, weil der wäre zwar angenehmer, aber ist wurscht. Ja, das Problem, was ich gehabt habe, war das, nachdem ich da halt eben die Farmteile da besser gemacht habe und sowas, habe ich die Leute einteilt, dass sie mal Essen farmen sollen. Gut, dann habe ich hier auch noch aufgestellt, jetzt da zum Beispiel Ressourcen oder Plünderungsstationen hassen die Dinger ja. Und das Problem, was ich gehabt habe, oh Gott, okay, warte kurz, ich gehe ins Ding rein. Das Problem, was ich gehabt habe, war das, nach irgendeiner Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber wie ich dann angefangen habe, die Shops, glaube ich, zu bauen, war es nämlich so, jedes Mal, wenn ich was neu gemacht habe, also zum Beispiel einen Shop hingebaut und ich habe jemanden eingeteilt für den Shop, ist alles resettet worden. Alle Leute sind auf einmal wieder zurück auf den Ausgang gegangen und keiner war für nichts mehr zuständig und das Essen ist gleich auf Null gegangen und so irgendwas. Du hast müssen jeden neu einteilen, dann hat es geklappt. Wenn ich dann wieder was hingebaut habe, wie zum Beispiel eben diese zwei Wachtürme, also den großen und den kleinen, kaum, dass ich den hingebaut habe, habe dem einen gesagt, er soll Wache stehen, hat er es entweder nicht gemacht oder wenn er es dann akzeptiert hat, ist wieder alles resettet und du hast wieder von vorne anfangen müssen und das ist die ganze Zeit so gegangen. Deswegen, ich bin jetzt an einem Punkt, jetzt sind alle eingeteilt da unten, jeder so wie es gehört und die Geschichte hat sie. Gut, bevor jetzt da großartig der Ding losgeht, möchte ich noch ganz kurz schauen, die ist abgedreht, sehr gut, weil es wird grünlich. Genau das wollte ich nicht haben. Shit, ja, ich bin einmal erwischt worden. Ich wollte nämlich als nächstes, damit ich euch jetzt gezeigt habe, was ich in der Zwischenzeit passiert ist, wollte ich euch das Ganze jetzt zeigen, deswegen mein letzter Speicherpunkt war auch genau dort. Und jetzt da möchte ich gerne weitermachen. Die erste Sache, was ich jetzt machen will, weil wir jetzt zurückreisen, ist nämlich, dadurch, dass wir jetzt diese eine Quest gemacht haben, soll man mit Preston reden. Höchstwahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, wir haben doch Experience bekommen für diese Quest, aber wir müssten jetzt extra Experience bekommen, also Erfahrung vom Preston. Und wenn wir schon beim Preston sind, würde ich mir jetzt da auch gerne im Preston als Begleiter nehmen, weil unser Strong fertig ist. Das habe ich ja eh schon in der letzten Folge, glaube ich, erzählt gehabt, dass wir haben ja durch ihn, was haben wir gekriegt? Special Skills, da. Wir haben das bekommen, weil wir die höchste Moralstufe mit ihm erreicht haben. Und mit dem Preston ein bisschen was habe ich mal überlegt, aber ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Siehst du, warte mal kurz. Strong, die für Mensch tragen. Ja, genau. Was hast denn du gerade? Der hat viel. Okay, die nehme ich mal. Nein, ich will nicht alles. Alles braucht man nicht, aber er braucht jetzt auch nicht so viel. Weil ich werde ihn jetzt dann irgendwo anders abkommandieren. So. Gut, wo ist Preston? Weil nämlich, wo ist es aus dem Feuer da ist. So. Ah ja, und siehst, wir haben noch ein Level bekommen. Ich weiß nämlich nicht, ich bilde mir ein, es ist blöd, wie gesagt, es ist wirklich schon über zwei Wochen her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ich bilde mir ein, den letzten Punkt habe ich in die Wissenschaft gehauen, weil ich nämlich zwischen der letzten Folge und dieser Folge, glaube ich, zwei Level gestiegen bin. Ich glaube zwei. Und da habe ich einen extra in die Wissenschaft gehauen, damit ich irgendwas machen kann. Und jetzt habe ich mir das letzte Mal noch überlegt, okay, wir könnten jetzt entweder wieder auf Wissenschaft gehen, weil wenn wir mehr Wissenschaft haben, könnte man das zum Beispiel für Energiewaffen benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube da unser Volt-Anzug, den könnten wir auch auf upgraden. Abrissexperte wäre cool. Härte wäre auch nicht schlecht, dann halten wir mehr aus. Ja, Waffenfreak und sowas können wir erst ab dem nächsten Level machen. Wobei,
Level 39, Level 39. Ich glaube, wir behalten uns den Punkt. Dann können wir nämlich in der nächsten, mit dem nächsten Rang, können wir dann nämlich die zwei machen. Das heißt, die werden wir sparen. Hallo Nagini, jetzt ist die zweite Maus herunten. Ja, hallo. Ja, ich nehme auf. Ich nehme auf. Ja. Bist gern willkommen. Du kannst dich drüben in dein Polsterl hauen. Kein Problem. So, wo ist Preston? Dann nehme ich einen Preston, nehme ich jetzt damit. Gute Neuigkeiten. Die Finch Farm hat sich uns angeschlossen. Okay, gut. Das wollte ich hören. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Bitte nicht. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Na bitte. Hey, so. Kann ich was für dich tun? Wie fühlst du dich? Ich bin froh, dass ich mich revanchieren kann, nachdem du mir so geholfen hast. Lass es mich wissen, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Gerne doch, General. Ich glaube, die Leute hier kommen dank dir jetzt auch allein klar. Ich will dir hoffen. Ja, Mensch, statt Strong? Strong finden Milch ohne Mensch. Keine Ahnung, wie du es ausgehalten hast, mit einem dieser Dinger durch die Gegend zu ziehen. Ah, so schlimm ist es auch nicht. So, wo gehen wir denn hin? Er kommt nicht nach Sanctuary, da will ich ihn nicht haben. Ich könnte ihn in die Finch Farm geben, aber will ich ehrlich gesagt gar nicht. Grey Garden, Außenposten, Simonia. Na, Red Rocket, dass er dort allein abhängt, das ist auch nicht so. Neffy Farm, Burg, Bootshaus, Kingsport. Ah ja, genau, den haben wir ja auch noch. Den wollte ich ja unbedingt noch ausbauen. Weißt du was, der geht in Starlight Drive hin. So. Gut. Daher. Hey, zeig es mir. Du sein wie Bruder für Strong. Ich bin eine. Wenn überhaupt, bin ich eine Schwester, Alter. Aber danke, ich weiß, wie es gemeint ist. So. Der Herr Preston. Was hat denn hey, der? Ich bin ganz Ohr. Was hat denn der? Leuchtfackel. Ja, yeah, die brauchen wir ganz richtig. Wann? Mindet mein Outfit? Kolonialer Staubmantel. Pass auf, ich nehme mir den mal kurz mit. Sorry. Ja, die Leuchtfackeln brauchen wir bitte nicht. Den Raketenwerfer nehme ich mal weg. Ich möchte ihn kurz mal angugeln. Kleidung. Also, siehst du, ich könnte mich auch mal umdirndeln, weil, ja. Ich habe das andere nur angehabt wegen. Weil ich beim Umbauen und so irgendwas dazwischenzeitlich habe ich immer wieder die Farmen abgefarmt halt eben und habe mit den mit den Karotten, Tomaten und so irgendwas, was du hast, mit denen habe ich gehandelt, dass ich gewisse, ja, das ist ein Schatz, dass ich gewisse Ressourcen mal nachkaufen konnte, wie eben Holz, Metall und solche Geschichten. So, das Blöde ist jetzt das, wenn ich in den kolonialen Staubmantel wieder anlegt, dann hat er gerade mal 5 Punkte ballistische Rüstung an, was ein Schatz ist. Und dadurch, dass alles da oben blinkt, heißt, du kannst ihm keine Zusatzrüstung anlegen. Will ich aber nicht. Das ist auch noch was, ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich schon irgendwann einmal erwähnt. Für den Fall der Fälle, das nicht, wollte ich das jetzt mal kurz raushauen. Kann auch sein, dass vielleicht, ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht das schon jemand geschrieben hat in der letzten Zeit. Und zwar, es gibt ja diese eine, also es gibt ja mehrere Gruppierungen in dem Spiel, wie die Minutemen und Bruderschaft, Brotherhood of Steel und so irgendwas, also die stillende Bruderschaft. Und es gibt ja auch die Railroad. Und die Railroad, ein cooler Vorteil von der Railroad ist, aber da muss man schon viel für sie machen, dann kann man mit einem von ihren Typen reden, ein Bastler, und der gibt einem, ich weiß es nicht, entweder gibt er einem die Fähigkeit oder man kann seine Fähigkeit benutzen. Der schafft es nämlich, der kann jedes Kleidungsstück zu einer Rüstung bauen. Und das ist affengeil, weil nämlich du kannst dann irgendwas nehmen, also was auch immer, jetzt wie zum Beispiel hier Agathes Kleid, die hat 0 überall, außer Charisma 3. Und das kannst du dann mit dieser Rüstung modifizieren. Ich weiß nicht mehr genau auswendig, ich glaube aber, entweder kann man das in Stufen machen oder ist es halt eben, wenn du es machst, dann einmal, du zahlst, glaube ich, ein paar Ressourcen oder was oder ein bisschen Geld. Und dieses Kleidungsstück hat dann, glaube ich, 100 Rüstung auf ballistischen Schaden.
irgendwie so in der Richtung, also irrsinnig stark, weil das Dramatische an der Geschichte ist ja eigentlich dies. Das habe ich nämlich damals zum Beispiel draufgehauen auf eine Militärrüstung. Jetzt hast du durch die Militärrüstung, glaube ich, eh schon gehabt, Stärke plus 1 und Bewegung plus 1, die Variante, die ich immer genommen habe. Dann 100 auf ballistische Rüstung oder überhaupt auf Rüstungsschutz, plus zusätzlich dann noch eine Rüstung anziehen und darüber dann auch noch die Powerrüstung. Also das war wirklich, du bist ein gehender Tank dann. Das ist unglaublich. Aber halt eben jetzt in der Situation wäre das ein Blödsinn, weil ich habe die Railroad noch nicht gefunden, ich arbeite auch nicht für sie. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, extra für sie zu arbeiten, nur dass ich dorthin komme. Aber ja, okay, also wir haben jetzt ein Kleidchen. Also was heißt Kleidchen? Den Kolonialmantel. Wir haben ja noch den anderen Mantel auch vom General, den geben wir ihm aber auch nicht, weil der bringt es nicht. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ist der da drin eigentlich? Na, gell. Ja, da sind die ganzen Rüstungen und das Ganze. Der müsste da drinnen sein. Das heißt Kolonial. Zup. Das ist irgendwo da unten, war ja das. Das ist der kolonialen Staubmantel von Erm. War das schon? Na, da. Minuteman, Generalsuniform. Siehst du, da hast du 75, also 45 und 80 an Rüstungsschutz, was eigentlich ziemlich cool ist. Und Charisma plus 1. Gut. Ja, aber das passt schon. So, den Raketenwerfer haue ich mal da rein. Gut, wie viel Munition haben wir eigentlich? Na, nicht Fusionskern, sondern Fusionszellen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Weil mit dem Preston wollte ich jetzt überhaupt schauen, dass ich in den nächsten Folgen, dass wir wirklich auf Abenteuer gehen. Und nicht jetzt unbedingt, dass ich irgendwas baue oder so irgendwas. Weil ich glaube, ich habe schon bald zu viele Siedlungen und ich habe keine Lust mehr. Also jetzt gerade heißt nicht, dass ich nichts mehr bauen werde, weil es gibt noch, wie gesagt, alleine die Location, was wir das letzte Mal auch noch freigeräumt haben, siehst du denn, eben das mit dem Leuchtturm haben wir ja auch in der letzten Folge gemacht. Die wollte ich auch noch ausbauen, nur mir sind die Ressourcen ausgegangen und deswegen will ich jetzt auf Abenteuer gehen, dass ich wieder mal gewisse Bereiche bekomme, wo es viele Ressourcen gibt, wo ich vielleicht irgendwelche speziellen Waffen mal wieder finde, durch irgendwelche legendären Kreaturen und. Gut, warte mal. Das. Ja, das haben wir ja bekommen. Das brauche ich aber nicht. Für ihn hätte ich mir nämlich gedacht, weil er eh schon eine Muskete hat, dass ich. Ich habe irgendeine Muskete zusammengebaut. Genau. Dann nehmen wir die. Ja, er schaut jetzt ein bisschen anders aus, halt eben mit diesem normalen Minuteman-Outfit. Ja, ein bisschen lässiger schaut er aus, finde ich. Gut, dann werden wir hier mal einen Kampfhelm nehmen. Ja, Käfigrüstung mit Kampfhelm kriegt er nicht. Was haben wir denn? Robust und sowas? Schwer. Linkes Bein, linker Arm. Boah, toll. Ja, warum nicht? Kampfrüstung. Na, okay, also der kriegt auf jeden Fall. Ah, wir haben es aber nicht komplett. Linker Arm, linkes Bein, rechter Arm, rechtes Bein fehlt mir jetzt. Rechtes Bein. Sünd, den könnte ich ihm geben. Oder wir machen überhaupt was anderes mit ihrem. Sixt, das habe ich eh schon gemacht. Ich schau mal ganz kurz, das ist der Helm. Ja, siehst du, Stahl habe ich nur mehr 16. Also ich bin wirklich mit den Ressourcen schon ziemlich weit unten. Rechtes Bein, das wäre nicht schlecht, wenn wir das ein bisschen aufrüsten könnten. Was kosten die Extras? Ne, das ist nicht billig. Aber dafür kann er dann mehr tragen. Gut, das war jetzt rechtes Bein. Wie schaut es mit dem linken aus?
Oh, okay, der Stahl ist weg. Stoff geht noch aus. Ah, Hilfe. Wo ist der Hamisch? Ah, da ist der Hamisch. Können wir da noch was machen? Na, uns fehlt der Stahl. Tiefe Taschen. Das ist das Einzige, was wir noch zusammenbringen, die tiefen Taschen. Oder zusätzliche Taschen halt eben, ne? Dann machen wir das gleich. Ist ja wurscht. Hauptsache er hat wenigstens irgendwie eine halbwegs gute Rüstung. Okay. Wo ist der Herr? Preston! Preston! Ja, dann geh nicht hin. So einfach ist es. Preston! Ach Gott, wo ist der Herr? Ich bereue es jetzt schon, dass ich den mitgenommen habe. Preston Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Schön, dich kennenzulernen. Gut, dass die Minutemen des Commonwealth. Du erinnerst mich an mich selbst. Als Danke für deine Unterstützung. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Minutemen dir in der Not helfen werden. Sicher, sicher. Tja, denke ich mal wieder an die Arbeit. Mach's gut. Obroten kannst du in deiner Pause umfangen, damit es was. Okay. Wir machen keine Pausen, Herr Preston. Gut. Du kriegst die da. Ist wurscht. Gut, also Kampfhelm eigentlich nicht. Ich gebe mal das. Ich weiß noch nicht, ob ich das eine lasse oder das andere. Zack, 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 zack. Das hat er jetzt alles einmal. Okay. Zack, 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 zack. Zack. Passt jetzt nicht hundertprozentig zu dem Ganzen, aber ist ja wurscht. Bewegung, Wahrnehmung. Da der Rüstung. Ja, ist ja wurscht. Kriegt er das, dann vielleicht geben wir ihm sogar noch eine Brille oder irgendwie sowas. Kampfhelm muss ich wieder weggeben. So, das ist meiner Outfit. Okay, der Helm kommt da rein. Das war jetzt zu viel. Ich möchte ihm nämlich wirklich den Hut lassen, weil ich habe für später dann eine Idee wegen der Musik. Und ich habe ihn jetzt eh schon zu stark auf futuristisch gemacht, halt eben mit der Rüstung und also futuristisch auf Neuzeit quasi. Ich wollte was im Western-Stil haben eigentlich, deswegen lasse ich ihm den Hut. Brille mit schwarzem Gestell. Ja, wir haben eh nur Sonnenbrille, wenn überhaupt noch. Wir haben eine Polizeibrille noch. Wobei, ehrlich gesagt, warte mal, welcher war das da? Der Hut des Einsatzgelehrten, der würde ihn auch noch gut passen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Sonnenbrille und Polizisten-Sonnenbrille. Da haben wir eine Polizisten-Sonnenbrille. Weißt du was, er kriegt die Polizisten-Sonnenbrille, die passt ihm nämlich sogar, was ich weiß. So, Herr Preston. Apropos, warte mal, siehst du, apropos. Ich muss noch schauen. Was haben wir jetzt überhaupt für Waffen? Wir haben das, wir haben die Schrotflinte. Ja, genau, das Gläsgewehr wollte ich wieder einführen. Ha, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich die da. Das Gläsgewehr gehen wir darauf. Scharfschützengewehr kommt dahin. Wir haben jetzt noch zwei Splittergranaten, Artillerie, Rauchgranaten, wenn wir es brauchen, und zwei Splitterminen. Preston. Wo ist jetzt Preston hingekommen? Alter, der Hund geht mir nerv. Bitte ich. Ja, hallo Scarecrow. Für einen Kampf bin ich nicht zu gebrauchen. Dann biete dich nicht dauernd an, wenn du eh nicht zu gebrauchen bist. Aber früher nannte man mich Murphy die Wahnsinnige. Da ist er. Aufgepasst! Was brauchst du? Ich gar nichts, aber du brauchst noch was. Na bitte. Dress to work, würde ich mal sagen. Ne? So, dann hätten wir das.
Mitten Preston habe ich mir jetzt mal gedacht. Zwei Sachen. Punkt 1, dass wir zum Slog reisen, weil nämlich es gibt eine Quest, die du machen musst für sie, und ich glaube, vor der Kamera habe ich das noch nicht gemacht. Dass wir uns da die Quest holen. Und was war das Zweite? Ja, genau, das Zweite war das. Ich möchte mal hinschauen zu Vault 81. Dass wir nämlich das vielleicht auch machen. Das ist ja auch... das ist nämlich, glaube ich, eine Quest, die fängt nicht sofort an. Du musst einmal dort gewesen sein und dann irgendwann später fängt die Quest an. Deswegen würde ich mal sagen, wir... Das ist der Westhumor Hardware. Wir reisen... Na, wir machen es anders. Wir reisen ganz kurz zum Slog. Und von dort reisen wir dann rüber. Aber nicht direkt, oder... Na doch, jetzt habe ich schon entdeckt. Dann reisen wir gleich direkt zu Vault 81 und schauen dort rein. Und für den Fall der Fälle, dass man die dort wirklich kaufen kann, werde ich mir dann gleich diese eine Schrotflinte kaufen. Falls die dort wirklich vorhanden ist. Die Schrotflinte des Aufsehers, glaube ich, heißt die. Hat mir einer von euch, also ein Zuschauer, geschrieben gehabt, von wegen, die gibt es angeblich dort. Und das ist so eine, die hat das Special dabei, dass sie ein zusätzliches Geschoss abfeuert. Wobei, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe kein Geld mehr. Ah, das müssen wir noch nachschauen, weil ich die ganze Zeit die Dinger gemacht habe. Weil ich überall, wer ist denn das? Preston Garvey, richtig? Ihr seid echt die Besten. Kämpft weiter für die gute Sache, okay? Danke. Gut zu wissen. Nicht vergessen, unterstützt eure Minutemen vor Ort. Du bist einer von den Guten. Vergiss das nicht. Hier, nimm das. Ah, ich hoffe, es wird euch nützlich sein. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle cool töten wollen. Ah, das ist der Arzt. Der reisende Arzt. Ich habe im ersten Moment geglaubt, das ist die Cricket. So, wie gesagt, hier ist das Log halt eben. Das ist die Ghoul Farm. Ist, finde ich, eine ziemlich coole Location. Aber damit wir bei denen das anerkannt werden, müssen wir mit dem reden. Hallo. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich dich nicht bemerkt habe. Ich war nur in meiner Arbeit versunken. Also, was meinst du? Schön, oder? Ja, es ist schön. Wirklich schön. Giddy-up. Du hast da auch ein Auge für, oder? Das ist ein echtes Giddy-up Buttercup. Die Spezialausgabe von 2076. Vor dem Krieg das beste Spielzeug auf dem Markt. Jammer, schade. Mir fehlen die Teile, um das alte Mädchen wieder zum Laufen zu bringen. Du hast wohl nicht zufällig eine Kiste mit Spielzeugteilen dabei? Leider nicht. Natürlich nicht, aber... ich glaube, ich weiß, wo man das finden kann. Da geht die Welt gerade unter. Nicht der glamouröseste Auftrag, aber... ich zahle auch. Interesse? Was? Spielzeugteile? Warum holst du sie nicht? Du verstehst es nicht. Der einzige Ort, an dem man solche Teile findet, ist die alte Atomatoys-Fabrik südlich von Quincy. Die Gunner haben angeblich die ganze Stadt eingenommen. Und das ist noch die geringste Sorge. Die ganze Gegend ist eine Todesfalle. Selbst wenn ich die Reise hinbekäme, ich bin doch nur ein alter Ghoul. Ich würde da keine 10 Minuten durchhalten. Aber du scheinst schon alles gesehen zu haben. Ich bin mir sicher, dass du es schaffst. In Ordnung, ich mach's. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel. Denk dran, die Fabrik liegt südlich von Quincy. Bring mir eine Kiste mit Teilen. Dann zahle ich dir was für deine Mühe. Also, wo war ich? Also, das wäre ich in Fallout, ganz ehrlich. Mit altem Spielzeug halt eben, wahrscheinlich eine alte Konsole oder irgendwas reparieren oder Module. Und hier drüben? Und der weiß auch nicht mehr alles. Also, das wäre ich. Das wäre ich. So, da hinten wird dauernd gefetzt und das hat sich irgendwie angehört wie eine Artillerie. Deswegen wundert es mich eigentlich. Und ja, die Fabrik, von der ihr geredet habt, das ist da unten. Das ist arschweit. Und wenn ich mich noch richtig entsinne,
ist die Fabrik voll mit Supermutanten. Es ist eine relativ kleine Fabrik, aber trotzdem, da sind lauter Supermutanten da drinnen. Draußen, glaube ich, rennt irgendeiner von diesen Wachrobotern durch die Gegend. Der ist aber, glaube ich, eine eigene Fraktion wieder für sich. Und es gibt einen Anführer von den Supermutanten da drin, also quasi ein Endgegner oder ein Obermods halt eben, das ist auch noch. So, mich würde es jetzt interessieren, was ist da passiert? Nee. Ach du Scheiße, Fink. Die Geschmiedeten kämpfen gegen die Karawane? Also denen müssen wir helfen. Müssen nicht, aber ich will. Ja, scheiß. Scheiß drauf, das nehmen wir einfach mal mit. Ah, okay, das sind die ganzen Flugzeuge. Die Autos sind alle in die Luft geflogen. Das wird es gewesen sein. So, ich schaue mir jetzt nur kurz um. Ich weiß eh, ich schaue mich kurz um, 2 Stunden später. So, ich glaube, da liegt noch was. Das ist das Blöde bei den Geschmiedeten. Oh, Brahmenschädel. Sehr gut. Kriegen wir, also haben wir wieder Knochen, können wir irgendwas machen damit. Öl können wir damit herstellen. So, da der Rauch wird immer wieder aus- und eingeblendet. Sehr schön. Gut, aber ich will jetzt nicht unbedingt mit den Geschmiedeten darum tun. So, wir haben das jetzt gemacht. Wie viel Geld haben wir? Okay, wir haben 2000. Okay, das reicht. Weil ich hätte eigentlich gedacht, dass ich fast kein Geld mehr habe. Und das Sonstiges, genau das dann mal deaktivieren. Weil ich überall in meinen ganzen... Ach, das sechste, das muss man dann auch noch schon. Bei meinen ganzen Farmen und sowas, weil ich überall irgendwelche Shops gebaut habe. Und du brauchst ja auch Geld, je nachdem, welche Stufe der Shop hat, dass du das Ding bauen kannst. Ich muss noch einen ganz kurzen Abstecher machen zum Außenposten Simonia. Das ist mir gerade eingefallen, weil dort habe ich nämlich, glaube ich, das Rekrutierungssignal noch eingeschalten. Und wenn ich jetzt da großartig auf Erkundungstour gehe und so irgendwas, vergeht viel Zeit, und dann könnte es sein, dass ich dann irgendwo eine Überbevölkerung habe, und das will ich ehrlich gesagt nicht. Es sind solche Sachen, die hätte ich off-camera machen können, aber ich habe voll jetzt drauf vergessen. Gut, wie weit sind wir eigentlich? Okay, wenn ich es richtig gesehen habe, sind wir irgendwie auf 36 Minuten. Also da habe ich zum Beispiel auch, da haben wir einen General Trader, also einen Allzweckladen so auf die Art, da haben wir auch eine Bar. Wo ist der? Der müsste da oben sein. Hui! Genau. Drehen wir den ab. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich euch das letzte Mal da gezeigt habe, wie ich hier war. Aber da habe ich ja halt eben auch ausgebaut. Da haben sie auch eine schöne Örtlichkeit, wo sie halt eben entspannen können. Da, wo sie vielleicht essen können. Da haben wir eine kleine Küche. Und hier oben haben sie halt eben auch noch Schlafmöglichkeiten. Da habe ich ja geschaut, dass die meisten oder so gut wie jeder halt eben einen Voltanzug bekommt da drinnen. Draußen haben wir die Wachposten. Da drüben habe ich ja auch diese Schlafmöglichkeiten gelassen und so. Und ja, gut, das war das. Dann... Entschuldigung. Ich habe mir nur gedacht, jetzt nehme ich kurz die Sachen, die ich jetzt gekriegt habe, von wegen die Sachen, die ich mal behalten will, wie die Bergbauerhelm, also Bergbauerhelm und die Stachelrüstung und sowas, dass ich die ganz kurz noch reinhaue in meine Kiste halt eben. Und den Rest verkaufe ich einfach. Falls wir jetzt dann. In Volt 81 weiß ich, gibt es einen Shop und zu 90% wirst du dort nicht, also du darfst dort reingehen und darfst doch dort Handel treiben. Deswegen wäre es ja gar nicht mal so schlecht, wenn ich gleich irgendwas mitnehmen kann, was ich verkaufen kann. So. Heißt dann Bergbauerhelm, Käfigrüstung, Stachelrüstung, sehr gut. Flammenwerfer haben wir gefunden, 10 mm haben wir gefunden, das passt schon.
Gut, eine Käfigrüstung, eine Stachelrüstung. Auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Ja, du alte Heulsuse, jammer nur rum. Ich finde es auch toll, die hakelt am Haus, obwohl die hinten eigentlich in die Bar gehört. Das ist auch eine meiner Lieblingsfiguren, weil die eben immer so deppert großgoschert redet, obwohl es das gerettet hast. Ich weiß schon, es gibt solche Leute. Oder es hat sie gegeben. Aber man kann sie hier nicht in dem Spiel ändern, die bleibt so. Genauso wie der eine, der also mein kleiner Scarecrow. Deswegen hat er ja auch die Maske auf, dass er die anderen Leute nicht deprimiert. Gut, zack. Ja, wenn ich da hinten hingehen würde, da diesen Weg entlang, ich mache es jetzt da nicht, da gibt es einige schwarze Blähfliegen und das müssen wir uns nicht antun. Ist das die Cricket? Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Da ist die Cricket. Was von meinem Angebot haben? Hey, Cricket. So viele Waffen und so wenig Zeit. Du musst sie einfach kaufen. Schauen wir mal. Ich schaue es mir an. Waffen, Waffen und noch mehr Waffen. Nur für dich. Das ist die Harlequin. Also, ja, die Waffe, sie wird sich super für mich schon auszahlen, weil ich habe ja dieses Extra schon von wegen Abrissexperte oder wie das heißt. Eben dann wird dieser Flächenschaden mit den 15 Punkten pro Schuss viel mehr ausmachen, plus die Tatsache, dass ich ja die Maschinengewehre gesteigert habe und halt eben Waffen mit Schalldämpfer. Also die wäre schon mörderhaft gut. Aber ich will irgendwie nicht. Ich mag die Tommy Gun nicht wirklich, weil in Wirklichkeit finde ich es cool, aber es stimmt wirklich, die hat einen total starken Rückschlag. Ich habe noch nie mit einer gefeuert, aber was ich bis jetzt da weiß über diese Waffe, was ich schon gesehen habe und sowas, jetzt nicht in Filmen, sondern halt eben in Wirklichkeit so Dokumentationen oder halt eben, wenn Leute das ausprobieren oder was, hauptsächlich Mythbusters. Der Grant hat ja oft schon mit der geschossen und dann reißt sie ja immer so, also es stimmt schon, ups, sorry. Und auch im Spiel von wegen, wenn du die abfeuerst, du reißt so herum und das ist halt immer Chance. Ich meine, sicherlich, man könnte einen Kompensierer draufhauen, also so eine Mündungsbremse, aber dann verliere ich wieder das Extra vom Schalldämpfer. Ich könnte es mir auch so Just for Fun einmal kaufen, dann, weißt du was, ich kaufe mir es mal Just for Fun. Wenn ich das aber mache, dann schaue ich mal kurz, haben wir Hilfsmittel? Ja, ich hätte die. Also nur für die Waffe zahlt sich das nicht aus. Deswegen dirndle ich mich mal ganz kurz um. Das muss reichen. Hey, Cricket. Stehst du auf dahin schmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Mädchen. Zeig mal, was du so hast. Und da sind sie. Hat dein Herz auch kurz ausgesetzt? Ja. Gut, pass auf. Ich kaufe mir die Waffe mal. 1300. Ist okay. Was hast du denn sonst noch? Armeehelm, Gammler, Sonnenbrille. Ein Armeehelm-Gammler hat sie. Patronentechnisch, wie schaut man da aus? Wir sind eigentlich relativ gut benannt mit den meisten Sachen. Ja. Jede Menge Fusionskerne. Ja, na, da geht es uns eigentlich relativ gut. Sie hat Gleisbolzen, die können wir sogar brauchen. Okay, wurscht. Oder? Nee, passt schon. So, wir haben was zum Verkaufen. Und zwar einen Flammenwerfer haben wir zu verkaufen. Wow, wir kriegen ganz, ganz viel dafür. 200. Yay me. Eichhörnchen-Eintopf. Ja, na, das soll es gewesen sein, ist ja wurscht. So, ist wurscht, wir gehen, also, es ist viel wurscht. Steht noch immer, also es wird uns von Haus aus angezeigt, wie viel Schaden wir machen, ist eh klar. 48 machen wir mit derer und 47 mit derer. Aber eben dann kommt noch der Flächenschaden dazu, den ich mache, also das ist schon ein bisschen mehr. Wir gehen jetzt rein in Vault 81. Ah, das ist einer dieser Vaults, wie der, aus dem du kamst, oder? Aufgepasst! Sag mir einfach wo. Ich hätte mir gedacht, er redet jetzt mit mir. Okay, interessanterweise. Ob es dort was Nützliches gibt.
dass man dort schon Sachen, dass man dort überhaupt Sachen mitnehmen kann. Gefunden. Stehen bleiben. Wort 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Ich hab ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Kreuzverhör, ich will handeln, bin auf der Durchreise, lass mich rein. Soll das etwa ein Kreuzverhör sein? Das nennt sich Protokoll. Meinst du, wir lassen jeden rein? Denk scharf nach. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen, so wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Einem Vollbewohner helfen? Vielleicht. Ich brauche mehr Informationen. Verständlich. Ich brauche mehr Details. Genauer gesagt, 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Schon erledigt. Ich habe zufällig genau das, was ihr braucht. Wirklich? Gut, wenn das so ist. Herzlich willkommen. Ich komme runter und wir treffen uns am Eingang. Nein, natürlich nicht. Jetzt muss ich 3 Fusionskerne hergeben. Komm schon, Gwen. Meine Leute arbeiten seit Wochen doppelt so viel. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen. Müder Radio. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher, willkommen in Vault 81. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Warum bleibt ihr denn so isoliert? Warum nicht? Wir haben ein warmes Bett, saubere Kleidung, ein festes Dach über dem Kopf. Essen und Trinken sind frei von Strahlung. Wir geben uns nicht mit den Elementen oder den Raidern ab. Hier sind wir sicher und für manche zählen nur Sicherheit und Stabilität. Bist du nicht neugierig auf das Commonwealth und was es zu bieten hat? Natürlich, aber ich bin diesen Leuten verpflichtet und sorge für ihre Sicherheit. Einige ausgewählte Händler versorgen uns häufig genug, um informiert zu sein. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Wie oft treibt ihr mit Leuten von draußen Handel? Öfter, als du denkst. Einige Male im Monat, würde ich sagen. So erfahren wir auch alles Wichtige aus dem Commonwealth. Und die Fusionskerne? Die hast du doch, oder? Natürlich. Hier sind sie. Danke. Dr. Penske wird sich sehr darüber freuen. Jetzt habe ich aber zu tun. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Ich hoffe mal, ich habe keine Folgen gegeben. Was ich erwarte? 2 Worte. Bestes Benehmen. No, was macht sie zwar? Ich glaube, die 2 haben was miteinander. Was ist so vor allem? Ja, wer bist denn du? Neil. Hi. Also haben wir heute neuen Besuch bekommen. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Warum gehst du nicht einfach fort, wenn du gehen willst? Wenn es doch nur so einfach wäre. Den Vault zu verlassen macht mir Angst. Das Commonwealth, das ist alles so unvorhersehbar. Dafür muss man sich gut vorbereiten. An deiner Stelle würde ich vorher lernen, wie man schießt. Ich habe noch nie eine Schusswaffe auch nur angerührt. Weiß nicht mal, ob unser Sicherheitspersonal schon einmal ein echtes Gefecht hatte. Aber angesichts unserer aktuellen Arbeitszeiten wüsste ich nicht einmal, wann ich üben sollte.
Warum die langen Arbeitszeiten? Wir müssen dafür sorgen, dass uns das Dach über dem Kopf nicht einstürzt. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Die Frau Doktorin da hinten oder was, die ist jetzt festgehängt. Ich hoffe mal, dass dieser Pip-Boy da dir gehört. Und wenn nicht... Entschuldigung, Officer. Pass auf dich auf, Besuch von draußen. Schon wieder jemand von draußen? Warum haben sie dich denn reingelassen? Warum so aggressiv? Ich traue Leuten von draußen nicht. Wir sind bisher ohne eure Hilfe ausgekommen und wir brauchen sie auch jetzt nicht. Aufseher McNamara hätte den Vault nie für deinesgleichen öffnen sollen. Meinesgleichen? Na, du bist mir ja ein Sonnenschein. Hältst du dich für witzig? Genau das ist der Grund, warum Leute von draußen hier nichts zu suchen haben. Sag das nochmal. Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Und das sollte sich auch heute nicht ändern. Tough Talk. So, hier benötigen wir Terminal für die Zukunftstür. Wenn es im Commonwealth doch nur nicht so gefährlich wäre. Ich würde gerne mehr davon sehen. Ja, na, stehlen werden wir jetzt noch nicht großartig, bringt's nicht. Katie Payne ist hier in 81 die Lehrerin. Schau mal in ihrem Unterricht vorbei. Sie schätzt die Erzählung der Leute von draußen. Okay. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Die hat immer was für dich. Was schraubst du dazu, den Beton? Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Okay. Wieso, weil er dann schreit, wasch mich, wasch mich. Gehen wir mal weiter. So, ja, also ein Ding habe ich noch rechtzeitig ausschalten können, bevor der großartig jetzt herumschreit. Keine Anzeichen von Strahlung. Ah. Beeindruckend. Keine Anzeichen von Strahlung? Ich habe doch Strahlung. Da oben links. Ihre Katze ist ins Commonwealth davongelaufen. Oh. Ach Gott. Hi. Was gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit? Hey, Ashes. Was machst du denn hier oben? Ja. Ashes, wo willst du hin? Ash! Verdammt. Das wird Aaron nicht gefallen. Die ist jetzt abgehört. Keine faulen Tricks. Dürfte ich mal kurz, Officer? Wir haben alles im Griff. Ja, was? Entschuldigung. Ja? Hä? Tut mir leid wegen der Wartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Na, das Lustige ist, ich bilde mir ein, es gibt ja die so eine Sidequest, halt eben, dass du bei denen ein bisschen mehr Moral bekommst, wenn du die Katze zurückholst. Und ich finde es lustig, er erzählt mir, die Katze ist davongelaufen. Ein Event, was jetzt im Nachhinein erst stattfindet und ich brauche jetzt erst die Quest, sonst kann ich die Katze nicht holen. Also ich kann ja schon, glaube ich, nachrennen oder so irgendwas, nur es geht dann nicht. Entschuldigung. Jetzt, da du es hier reingeschafft hast, werden wir dich im Auge behalten. Tu uns also einen Gefallen und benimm dich. Okay. Ja, ich halte nur gerade Ausschau, wenn bezüglich irgendein Comic oder Fertigkeitsheftel da so auf die Art. Dr. Forsyth und Rachel haben eine Menge medizinische Vorräte, falls du deinen Bestand aufstocken möchtest. Ja. Aufgepasst. Okay. Preston? Was soll ich tun? Hier drüben. Beifuß. Ich kümmere mich drum. Danke. Aber diese gereizte Einstellung oder was gegen anderen gegenüber? Bist du wirklich aus dem Commonwealth? Ja. Ja. Warum interessiert dich das? Ich habe noch nie jemanden aus dem Commonwealth getroffen. Dachte mir, dass du vielleicht jemanden suchst, der dich rumführen kann. Kostet nur 5 Kronkorken. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Oma sagt, dass ich ein Talent dafür habe, Sachen zu finden, die ich nicht finden soll.
Eigentlich ist sie gar nicht meine Oma. Sie ist nur Priscilla, aber sie benimmt sich wie meine Oma. Als meine Mama und mein Papa gestorben sind, hat sie mich aufgenommen. Aber egal jetzt. Soll ich dich rumführen oder nicht? Okay, einmal die Führung bitte, Austin. Hier sind die Kronkorken. Super! Ich muss dich Aaron zeigen. Die dreht durch. Komm mit. Wir fangen hier an. Das ist das Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Aaron und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel. Deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Worüber streiten sie sich denn? Eigentlich darf ich's nicht sagen. Aber Mr. Combs schläft angeblich mit Tina. Mrs. Combs weiß es nicht. Aber er lässt sie die ganze Arbeit machen, während er Zeit mit Tina verbringt. Nächster Halt, Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und Raider. Wetten, dass du auch gegen Raider gekämpft hast? Ja, das Büro des Aufsehers ist dort drüben. Die sind dort oben beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Sie stellt Regeln auf, aber sie ist nett. Ich mag sie. Kümmert sie sich um die Leute, die die Regeln brechen? Meistens kümmert sich die Sicherheit um die Leute, die Regeln brechen. Sie ist für alle Sicherheitsleute verantwortlich. Aber es passiert gar nicht so oft was. Nächster Halt, Diner. Da gehen wir jetzt runter. Dort ist das Diner. Hier essen alle. Manchmal ist es hier richtig voll. Aber die Somersets sind echt nett. Du wirst sie mögen. Mrs. Combs mag's nicht, wenn Mr. Combs kommt. Ne? Zumindest nicht bei ihr. Also. Ja, ja. Hallo, Austin. Wie ich sehe, führst du unseren Besuch aus dem Commonwealth herum. Ja, Ma'am. Das ist das Sunshine Diner. Oma sagt, dass sie hier aus ihrer harten Arbeit Schweinefutter machen. Mr. und Mrs. Somerset führen das Diner. Sie sind sehr nett. Mrs. Somersets Törtchen sind die besten. Ich komme her, wenn ich hungrig bin. Mir gefällt es hier. Ich heb dir ein Stück Kuchen auf, Austin. Nächster Halt, Horatio. Ich hab dir gesagt, dass sie nett sind. Magst du deine Haare? Ich mag meine. Aber ich hasse das Kämmen. Oma zwingt mich dazu. Austin, deine Haare sind wie ein Maulwurfsrattennest. Hier schneidet Horatio den Leuten die Haare. Aarons Mutter kommt ständig her. Und Oma fast nie. Aber sie zwingt mich, meine Haare schneiden zu lassen. Das ist unfair. Wenn ich eine neue Frisur brauche, komme ich hierher. Ich hasse es, wenn meine Haare geschnitten werden. Nächster Halt, Oma. Lass uns zu Oma gehen. Nein! Aber sie ist nicht meine echte Großmutter. Meine Eltern sind gestorben, als ich ganz klein war. Nicht die Oma. Hallo, hallo Oma. Austin, was machst du denn hier? Belästigst du unseren Besuch aus dem Commonwealth? Ich belästige sie nicht. Ich helfe ihr. Das ist Oma. Sie kümmert sich um mich. Du kannst sie Dr. Pensky nennen. Sie tut so mürrisch, aber eigentlich ist sie nicht so. Das sagst du. Sie leitet unser Hydrokulturlabor. Von dort kommt unser ganzes Essen. Die Hydro-Oma. Ihr bekommt nichts vom Commonwealth? Nein. Oma baut hier alles an. Sie ist sehr schlau. Nächster Halt, Miss Katie. Tschüss, Omi. Komm schon, beeil dich. Wir müssen zur anderen Seite vom Board. Ich zeig dir, wo ich zur Schule gehe. Wetten, dass du nicht zur Schule gehen musstest. Wetten doch. Das ist ein klasse Raum. Auch Klassenzimmer genannt. Class. Hier ist die Schule. Miss Katie leitet sie. Meistens ist es langweilig. Aber Oma sagt, ich soll trotzdem hingehen. Deine Oma ist eine kluge Frau, Austin. Gibt es viele Kinder im Wort? Nicht so viele. Der Aufseher sagt, dass wir Bevölkerungskontrolle einsetzen. Was auch immer das ist. Nächster Halt, Krankenhaus. Gehen wir runter. Ich zeig dir die Klinik. Doc Forsyth und Rachel sind okay, denke ich. Aber ich gehe nur hin, wenn es sein muss. Oder Oma mich dazu zwingt.
Wenn ich mich richtig erinnere, halt eben, wenn du diese Führung machst, das ist wie eine Mini-Quest, dann kriegst du auch Erfahrungspunkte. Deswegen mache ich es auch. Und ich habe mir gedacht, halt eben, ich verhandle jetzt nicht großartig mit ihm. Ihr kriegt die 5 Kronkorken und passt schon. Das ist unser Krankenhaus. Wenn man verletzt ist oder es einem schlecht geht, kann man herkommen. Dr. Forsyth sagt, ich darf ihn oder Rachel während der Arbeit nicht stören. Was machen denn die beiden? Warst du schon mal krank? Nur Erkältungen oder so. Hier wird fast niemand krank. Mr. Somerset hat sich aber einmal den Fuß gebrochen. Er hat einen großen Gips bekommen und musste mit Krücken laufen. Jetzt gehen wir zu Erin. Sie wird überrascht sein, wenn sie dich sieht. Komm schon, hier lang. Erin und ich verbringen viel Zeit miteinander. Sie hätte mir nicht geglaubt, dass ich dich herbringen würde. Geh schneller. Wow, der reparierten Geländer. Na geh. Schneller, Mann. Also geht gar nicht. Ich kann keine Waffe ziehen. Ein Gideon Buttercup. Erin, guck mal, wer hier ist. Der Besuch aus dem Commonwealth. Wow, du bist wirklich aus dem Commonwealth? Yep. Ja, das bin ich. Wow, jemand aus dem Commonwealth. Das ist so cool. Wir hatten schon lange keinen Besuch mehr. Vielen Dank, dass du meine Tour mitgemacht hast. War cool, dich allen zu zeigen. Du musst nicht auf mich warten. Nett. Wirklich nett. Wer bist du? Schon wieder? Aber ich brauche hier deine Hilfe. Was? So, jetzt schauen wir uns kurz um. Ich höre schon wieder ein depperten Radio. Ah, wo ist der Radio? Hab gehört, dass heute ein Händler vorbeigeschaut hat. So. Ja, da ist halt eben noch alles wunderschön, also die ganzen Dinger und sowas. Alle Sachen sind nicht verranzt oder irgendwie so. Ich meine, ich weiß nicht, ich hätte googeln können, ob wir da irgendwo was finden. Aber so finde ich es eigentlich interessanter, wenn wir was finden würden. Dann können wir auch in Jürgen würgen. Da geht es zum Reaktor runter. Das ist, wie gesagt, das Klassenzimmer. Da hätten wir eigentlich mit der Lehrerin mal reden können. Aber wir waren ja mitten in der Führung drinnen. Leere Milchflasche, wo geht's da dann hin? Thorium. Sie wusste, schauen wir mal kurz da noch rein. Wie gesagt, großartig fladdern will ich jetzt nichts, weil. Für was? Nein, nicht schon wieder. Hallo Lumpi. Ja, was ist denn? Ja, hat die Mara keine Zeit für dich? Arme kleine Kreatur, du. So, wo ist der blöde Radio? Da ist auch Radio, aber er ist nicht aufgedreht. Ja, da ist die. Das gibt's ist das doch da nicht. Dein ja, ist meiner. Wo ist der depperte Radio? Ja, ich höre ihn noch immer. Du kommst von draußen, nicht wahr? Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Hört sich an, als wäre es spannend im Commonwealth. Und gefährlich. Muss ein hartes Leben sein da draußen. Jo. Ich brauche nicht viel mit den Reden, das sind Ansässige. Da kommt nichts dabei raus. Wenn wir mit denen großartig willkommen. Reden. Willkommen. Ah, jetzt ist der Arzt. Ich hoffe, das wirkt nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Warum brauchst du medizinische Proben? Die sind für meine Forschung.
Die Bewohner von Vault 81 sind seit Generationen genetisch vom Commonwealth isoliert. Ich versuche, die genetischen Unterschiede zwischen den Gruppen zu bestimmen. Klar, du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Setz dich einfach, dann nehme ich dir Blut ab. Setz dich hier hin. Ich habe mir schon gedacht, ich... Es dauert nur einen Moment. So, hat doch nicht wehgetan, oder? Danke, das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Rachel. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Hast du hier im Vault viele Patienten? Nein, die Leute in diesem Vault sind bei erstaunlich guter Gesundheit. Wenn das dann alles wäre, hier wartet Arbeit auf mich. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen umschauen. Schon, wie gesagt, jetzt. Ich werde nichts fladern. So, da gibt es jetzt nichts mehr. Gut, da unten war ich jetzt da ehrlich gesagt eh fast nirgends wirklich drinnen. Ich bin zwar reingekupft wegen die Radios, die an sind. Nicht, dass wir das finden können. Sandman! Ja, ich bringe sie alle um. Ja, warte mal, wie spät haben wir es eigentlich? Und jetzt der Preston tut mich gerade blockieren. 1 Uhr in der Früh. Das ist blöd. Ansässiger. Das gibt's nicht, da ist schon wieder ein Radio irgendwo in der Nähe. Das ist sicherlich da oben, den habe ich nicht gefunden. Nee, da ist nicht. Doch, ich höre ihn ja. Ach Gott, warte, das kann sein, dass die unten sind. Das störe ich nicht, für ein wenig Freizeit. Oder sind wir jetzt... Na Blödsinn, von da sind wir ja gekommen. Nichts. Samen. Ich brauche mehr Samen. Glück, dass ich eine Frau spiele und kein Mann ist. Pass auf dich auf, gute Frau. Die Setzlinge können bald schon umgepflanzt werden. Diese Sorte schlägt sich echt gut. Entschuldigung, Dr. Penske. Sehr wenig Verfärbung. Starke Zellstruktur. Bald brauche ich neuen Dünger. Man müsste erproben, wie sie auf Strahlung reagiert. Liegt doch Dünger. Ah, du bist perfekt geeignet. Ich suche nach einer freiwilligen Versuchsperson, die diese neue Obstsorte probiert, die ich gezüchtet habe. Überall müssen wir Versuchskaninchen spielen, gell? Warum? Es geht um eine neue Sorte Mutterbeere, die ich gerade gezüchtet habe. Sie sollte nahrhaft sein und Strahlenvergiftung heilen. Aber ich brauche eine Testperson, die sie probiert. Das ist jetzt dann keine Mutterbeere, das ist eine Oma-Beere. Oh. Klar, ich mag Obst. Hervorragend. Sag mir einfach, wie es schmeckt und wie du dich danach fühlst. Wo habe ich denn nur den Geigerzähler hingelegt? Dürfte ich mal kurz, Dr. Penske? Hast du die Frucht probiert? Und? Wie war sie? Sie war gut. Keine negativen Nebenwirkungen. Wusste ich's doch. Ein echter Fortschritt. Ich muss sofort eine neue Charge pflanzen. Da du mir so sehr geholfen hast, kannst du mir vielleicht noch anderweitig helfen. Weißt du, ich brauche diese Pflanzen für meine Studien und sie benötigen spezielle Nährstoffe, besonders die Karotten. Wenn du im Commonwealth nach Dünger Ausschau halten könntest, würde ich dich nur zu gerne für deine Mühen entlohnen. Wie viel bezahlst du? Ich gebe dir 25 Kronkorken. Festpreis.
Ich weiß, dass ihr von draußen gerne feilscht, aber da war ich noch nie gut drin. Natürlich, kein Problem. Wirklich? Toll. Ich hatte befürchtet, dass ich schon wieder eine Anfrage an den Aufseher stellen muss. Bring einfach vorbei, was du findest, wenn du dazu kommst. So, okay, erst den Dünger sollen wir hier bringen. So, den haben wir abgedreht. Wohin als nächstes? Ich das nur wüsste. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsythe und Rachel unten im Sanitätszimmer. Danke, weiß ich nicht. Eine neue Ladung Törtchen? Offenbar hat Alexis Aaron eins versprochen. Und ich weiß doch, wie ungern du die Kleinen enttäuscht. Marcus William Somerset, glaub bloß nicht, dass du so schlau bist. Diese Törtchen in World 81 gibt es immer was zu arbeiten. Niemand hat im Moment was Süßes mehr verdient als sie. Es ist schon wieder ein Radio an. Das gibt's doch nicht. Die haben 100.000 Radios da drinnen. Du bist also der Grund dafür, dass wir jetzt Doppelschichten schieben müssen. Ich? Officer. Ich will keinen Ärger in 81. So, wo ist der nächste Radio? Ja, also das ist der Shop. Ich finde es lustig, dass der jetzt gerade unbeaufsichtigt ist. Ich meine, ist eh klar, es ist Nacht. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meine Meinung. Ja, jetzt hat es wenigstens gepasst einmal. Ne, okay, da hinten habe ich jetzt nichts gesehen. Was ist das? Mir die Haarklammern werde ich fladern. Zumindest nicht jetzt. Ja. Ansässige. Aarons Katze ist irgendwie aus dem Vault entkommen. Draußen im Commonwealth wird sie wohl nicht lange überleben. Aarons Katze. Ja genau, die Aarons. Also die Katze vom Aaron, die müsste. Oder von der Aaron, weiß ich sogar nicht. Die müsste man dann. Wer war die gerade, die Aaron? War es die Kleine? Okay, ich schau noch ganz kurz, das war der Shop. Okay, da waren wir auch drinnen. Der Aufseher hat kein Radio. Batsch. Da ist jetzt auch nichts. Gut, dann hab gehört, dass wir ein paar Leute in den Vault gelassen haben. Macht keinen Ärger. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Die hat immer was für dich. Das ist der Austin, das ist die Oma. Aaron. Ich höre doch das verfluchte Radio. Ich hoffe, du hast nichts, was repariert werden muss. Mir ist gerade nicht nach Arbeit. Hold. Du bist also die Neue. Hab schon gehört, dass wir jemanden in den Vault gelassen haben. Wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Warum interessiert dich das? Ich stelle hier die Fragen. Ich wohne hier. Ich habe ein Recht, das zu wissen. Weiß ich noch nicht. Werden wir ja sehen. Ja, werden wir wohl. Wir hier in 81 können uns um uns selber kümmern. Wir müssen nicht jeden Reisenden reinlassen, der sich zu uns verirrt. Es muss nebenan sein oder unter mir. Da, das ist genau da. Ich muss ganz schnell schauen, wo der blöde... Wenn du was essen willst, solltest du zu Maria gehen. Sie führt das Sunshine-Dinner im Atrium. Das heißt, es müsste da irgendwo sein. Ich will kein Ärger mit der GEMA haben hier erst. Also geben wir nicht auf Nerv. Das gibt's doch nicht. Lokale Karte. Ja, Maus, ich weiß. Dieser Wahnsinn, die Lumpe. Warte mal, schauen wir mal noch. Das ist da, wenn ich jetzt da runterhupfe.
Na, bin ich erst da? Da ist sie nicht. Wegen den Wartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Gut, ich geh mal zu Erin. Hey, Kleine. Ich hasse es, dass da die Musik spielt im Hintergrund. Entschuldigung, hast du meinen Kater gesehen? Darf ich was sagen? Nein, ich habe deinen Kater nicht gesehen. Alter! Würdest du nach ihm suchen? Er heißt Ashes. Wahrscheinlich hat er Angst und ist einsam. Ich suche nach ihm. Danke! Er heißt Ashes und ist ein süßer grauer Kater. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Ja, das Problem ist nur das, von wegen der es rauskrannt. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Im Commonwealth trifft man wohl nur sehr... Müssen von da rüber. Ist wurscht, wir müssen jetzt einmal raus. Dann machen wir das noch gar. Ja. Oh, wir sind schon auf Überlänge, okay. Habe ich mir aber eh gedacht, von wegen, wenn wir jetzt so viel Zeit vertrödelt, mehr oder weniger haben, mit dem ganzen. Also mit dieser. Tour halt eben durch Vault 81 und sowas. Dr. Pensky hat hier ein Hydrokulturlabor. Vielleicht hat sie ja Arbeit für dich, wenn du welche suchst. Ja? Keine faulen Tricks. Ein fauler Trick ist, dass ich rausgehe. Haha. So. Ja, jetzt nehmen wir mal die. Nicht fürs Katzi, sondern für die Kreaturen, die ums Katzi herum sind. Weil das müsste gleich am Anfang irgendwo sein. Und wenn nicht, dann tun wir umschalten auf die Schrotflinte wieder. Außerdem wäre es gut, wenn der nächste Morgen ist, weil dann könnte man halt eben mit denen noch Handel treiben und machen das dann. Die Cricket müsste noch da sein, ne? Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Ashes, geh nach Hause. Erin vermisst dich. Ja, geh heim. Bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Gut, Sherry. Ja, wenn wir jetzt gerade da sind, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das kurz mit. Interessanterweise ist hier kein Feind. Ich hätte mir eingebildet, von wegen, dass das gerade so ist, von wegen. Quantum. Gehen wir noch kurz rauf. Jetzt sind wir vielleicht ab drin.
Was war da? Ich glaube, es sind Hunde, oder? Ja. Meistens großartig attackieren, was ist dahin? Gut. Ja, da klebt was da oben. Na, ja, falsche. Da haben wir was Bleefliegeriges. Ding sehen wir jetzt nicht. Da hinten müssten auch welche sein. Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber dieses Häuschen, da ist einiges angezücht. Da haben wir auch wieder eine. Die wird. Ah, jetzt wird es erkannt, das Ziel. Sehr schön. Ja. Siehst du, da hätten wir auch reinschauen können noch. Ist wurscht, das machen wir das nächste Mal. Hi, Preston. Ich speichle hier und das ist jetzt gewesen sein für Folge 42. Ich weiß schon, war jetzt nicht grenzgenial oder so irgendwas, aber trotzdem, jetzt haben wir ein bisschen was gemacht heute eben. War viel mit Quasseln, sehr wenig mit Kämpfen. Ja, doch, den Eingeschmierten haben wir zusammengefetzt, genau, das war das Einzige. Okay, das soll es jetzt gewesen sein, also... ja, ich hoffe mal, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen, auch wenn jetzt da heute überhaupt keine Action gewesen ist, bis auf diesen Minischusskampf da. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal einen Fuß in der Tür von Vault 81. In der nächsten Folge werden wir dann schauen, dass der nächste Tag anbricht. Ja, hallo Maus. Und wir dann auch mal uns den Shop anschauen in Vault 81 und vielleicht können wir auch das eine oder andere Questchen oder Rätsel lösen, wollte ich eigentlich sagen, aber stimmt ja gar nicht, sondern eine Quest vielleicht noch angehen. Das mit dem Dünger wird zurzeit nichts, das müsste ich off-camera machen, nur jetzt die nächste Folge werde ich gleich da anhängen, da werde ich jetzt nicht großartig noch irgendwo hinreisen oder was, das werden wir dann ein anderes Mal machen. Gut, aber ja, je nachdem wann ihr diese Folge anschaut, wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns jetzt das nächste Mal wieder. Mensch, bleib geil, tschüss. Baba.